Kämpfermeister. Kampfmeister verfügen über große taktische Überlegenheit und kombinieren auf dem Schlachtfeld Kampfmanöver mit Erfahrung, um jeden Kampf zu dominieren. Mystischer Ritter studieren die Magie, um ihre Waffe zu verstärken, sodass der Widerstand des zähesten Gegners brechen kann. Champion, du begegnest komplexen Kampfproblemen mit einer höchst wirksamen Lösung. Du schlägst auf die Probleme ein, und zwar hart. Ich würde den mystischen Ritter nehmen. Nee, ich nehme den Kampfmeister. Manöver sind mächtige Angriffe, bei denen Überlegenheitswürfel eingesetzt werden. Des Befehlshabers braucht eine Aktion. Aktion, um einen Verbündeten anzuweisen, auf einen Gegner einzuschlagen. Verbündeter sofort seine Reaktionswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlichen Schaden in Höhe von 1d8 bewirkt und sich möglicherweise zwingt, seine Waffe fallen zu lassen. Gefällt mir schon mal. Ablenken oder ein Verbündeter verschaffen. Rest, Finte. Funktion als Bonusaktion verwenden, um ein Ziel anzugreifen, dabei ein Vorteil zu sein und zusätzlich eins der provozierter Angriff, manövrierender Angriff, glaube ich eigentlich. Sammeln, Repost. Wenn ein feindliches Integrator durch einen Nahkampfangriff fehlt, kannst du das nochmal einen mächtigen Schlag zu antworten und zusätzlichen. Fällender Angriff. Höchstens großer Körpergröße. Wählen den Treffer aus, welcher freundlich gesehen. Jeder Bewegungsrate als Bonus erhält. Provozierender Angriff. Ablenkender Schlag gefällt mir recht gut. Ich nehme die Finte und den fällenden Angriff. Irgendwie gefällt mir das. Und Stufe 4. Neues Talent verfügbar. Ja, das gefällt mir auch. Gut. Dann, wo war unsere Kiste? Bin ich jetzt schon ganz doof? Es sieht so aus. Weidenkorb, hä? Verrotteter Käse. Da ist sie. Färbemittel, okay. Ich wollte noch kurz in mein Inventar sehen. Und zwar die Bücher kommen mal ins Lager. Die Gemälde wollte ich eigentlich als Waren titulieren. Dann kann sie Astarion gleich wieder haben. Muffiger Brief. Ware. ins Lager senden. Onyx ist eigentlich auch eine Ware, oder? Mysteriöses Artefakt. Beistand ist 5 Heilung, ja. Person festhalten. Brauche ich nicht unbedingt. Säurepfeil, okay. Okay.
Goblin-Gemälde. Kohlenstreifen gezeichnet, Linien, Tier hat Stellen, drei Streifekunde. Einfache Krone. Okay. Tun wir mal ins Lager. Genauso die. Die sind eigentlich sehr leicht. Nein. Die beiden kommen ins Lager. Hier haben wir Flugblatt mit Siegel. Kann auch ans Lager. Nein. Kann ich die nicht? Okay. Wasser kommt mal ins Lager. Wie viel hat das Wert? Wow, 100. Nett. Vier, fünf. Unterwäsche. Eins. 2,25. 0,9. Okay. Okay, das Horn hat 2. Das geben wir mal Lesel. Elixier des Heldenmuts. Was bitte ist so schwer bei mir? Oh! Mein Reisesack. Ich würde die 4 mal behalten und den Rest mal. Nein, nicht zu wahren. Das wollte ich nicht. Aus Waren entfernen, danke. Ans Lager senden wollte ich mal. Ja, so sieht das Ganze schon besser aus. Die Alchemie-Zutaten würde ich sogar behalten. Und hier haben wir noch 4 Vorräte. Eigentlich können wir den Stapel hier teilen, 50-50. Und 2 nochmal ans Lager senden. Ja, dann sieht das Ganze schon viel besser aus. Und das Gold ist nicht so kritisch. Okay. Nein, der kopflose Fisch soll auch an Lager senden. Danke. Gut, und dann hätte ich gesagt, wir beenden den Tag mal. Ja. Schon viel besser. Oh, Astarion möchte mit uns reden. Wie kann ich dir helfen? There you are, my friend. Sind wir betrunken? I have drunk, not alcohol, of course. A bear. He took a little of my blood. I took all of his. Wo habt ihr hier unten einen Bären gefunden? I mean, I think he was a bear. Big head, four legs, hair that gets stuck in your teeth. whatever it was, I thoroughly enjoyed it. Klingt nach einer gefährlichen Mahlzeit. So is any meal worth having. It's nothing compared to, well, other things I could be dining on, but significantly better than the rats and bugs Cazador served me. Ist das nicht egal? Blut ist doch Blut. Not at all. Blood is life essence. And some creatures have so much more life than others. Cazador gave me just enough to keep me, well, alive, for lack of a better word. But never more than that. Still, that was the past. I'll never have to grovel for him again. Ja, ihr könnt von vorne anfangen. Ihr könnt besser sein als das, was er aus euch gemacht hat. Exactly. I can be better than him. Stronger. More powerful. More. Oh. You meant
be kinder. Pet bunnies, that sort of thing. I've no objection to being nice, of course, once I have the power to bend others to my will. Das dachte ich mir schon. Ihr meint, mit Macht kann man alles tun, ganz ohne Konsequenzen, oder? Well, yes. You can't look at the world and tell me I'm wrong. Macht korrumpiert, das solltet ihr nicht vergessen. Oh, I hope so. A little corruption sounds fun. I spent centuries as the victim of a corrupt man. It was the Mind Flayers that plucked me away from that. They gave me a gift. The strength to take my own freedom. I'm embracing this power. You should too. Okay. Sonst noch jemand, der mit mir sprechen möchte? Will? Oder sieht das nur so aus? Ne, sah nur so aus. Okay. Dann hätte ich gesagt, eine Mütze Schlaf kann nicht schaden. Uns allen. Und ab in die lange Rast. Mal sehen, was heute Nacht passiert. Wir haben wieder Besuch. Ah. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Halsin erwähnte, dass die Larve durch Magie verändert wurde. Yes. Halsin is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Wovon denn? The Absolute's aims are not yet clear to me, but its progress towards domination is clear. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute, and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be Mind Flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Warum schützt ihr mich? Because I am just like you. And I need an ally. Just like you, I was infected with a Mind Flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Kann ich irgendwie helfen? No. I can handle this. For now. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back.
Natürlich. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Das ist das Gleiche, was Halcyon gesagt hat. Gut, dann zurück in die Höhlen, oder? Team passt soweit. Auf geht's. So, you know about these parasites. Will we survive? Only if my people extract them. The only other cure is the blade. Okay. Wonderful. Lass mal hier hochgucken. Das sind Skelette, Holzfass, Abgrundkriecher. Irgendwie eine ganz komische Gegend hier. Großschwert. Bis 11 Schaden. Wie sieht es mit ihr aus? Sie hat ein Langschwert mit 5 bis 14. Nein, das macht sich nicht bezahlt. Der Hebel dürfte das Tor öffnen. Da möchte ich aber vielleicht noch warten ein bisschen. Onward. Still alive, so that's progress. Hier irgendwas? Nein. Here we go. Das Fallengitter wird so nicht aufgehen, oder? Nein. Aber mit dem Hebel könnte es aufgehen. Dann können wir mal den Minotaurus durchsuchen. Der hätte 84 gehabt. Ich bin nicht böse, dass er draufgegangen ist. Au, au. Weg, 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 weg. Alter Verwalter. Das hat jetzt gerade so richtig weh getan. Kann ich gleich noch mal eine lange Rast machen. Looks empty. Was ist mit dir? Silonitenschlüssel. Dieser Schlüssel aus reinem Silber wurde bei der Leiche eines Witnesses gefunden. Okay. Zerfledderte Notizen. Dieser Ort ist finster, aber das Licht der Dame leuchtet hell. Gerade als die Drow um ein Haar durchgebrochen werden, versammelte Herodus die letzten Eingeweihten zum Ansturm. Einen Moment lang erstrahlte die Höhle im Glanz von Selunes Licht. Stört's dich, dass ich gerade was vorlese, oder? Darf ich jetzt wieder? Ich wäre zu gern mit ihnen gekommen, Wunden hin oder her, aber Yarus bat mich, das Tor bis zu seiner Rückkehr zu halten. Ich soll außerdem Aufzeichnungen machen, daher lasse ich etwas Platz frei, um von seinem Sieg zu berichten. Es ist Tage, Stunden her, dass wir den Tunnel zum Einsturz gebracht haben. Sie sollten nach der Schlacht zurückkehren, allein kann ich mich nicht hier herausgraben. Meine Augen gewöhnen sich nicht an die Dunkelheit, aber ich kann hören, wie sie die Toten plündern. Es tut mir leid, ich habe die Totenriten noch nicht gelernt. Aber ich werde das Tor halten, das verspreche ich. Der letzte Eintrag ist kaum erkennbar. Er besteht eher aus schwachen Krakeln als lesbaren Buchstaben. Tut mir leid. Nehmen wir sicherheitshalber mit.
Wir kommen hier also nicht raus.